der nächste Redner oder die nächste Rednerin, die Kollegin Frauke Junge, SPD-Fraktion. Herr Kollege Frank Junge, ich habe es unbeabsichtigt gegendert, insofern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass heute Abend bei dieser wichtigen Debatte der Bundeswirtschaftsminister anwesend ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Peter Altmaier noch keiner tourismuspolitischen Debatte in der gesamten Legislaturperiode teilgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tourismuswirtschaft ist in ihrer schwierigsten Krise der Geschichte. Da kann man doch auch erwarten, dass ein Wirtschaftsminister sich für die Belange der Branche einsetzt, dass er sich für sie stark macht und nicht eben durch Abwesenheit und Desinteresse glänzt. Das geht so wirklich nicht. Seit Wochen gibt es Kritik an der fehlenden Parlamentsbeteiligung und Zweifel an den Rechtsgrundlagen, insbesondere für die Verordnungen der Landesregierungen. Stimmen aus allen Fraktionen, der Herr Bundestagspräsident, Wissenschaftler, Gerichte, alle äußern Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlagen. Diese Bedenken wurden kommende Woche noch mit dezibelstarken Argumenten vom Tisch gefegt. Meine Vorgänger würden sich für uns schämen. Kaum eine Woche später kommen Ihnen dann offenbar doch Bedenken und Sie legen einen Gesetzentwurf vor. Es ist aber eine Überraschung, dass er nicht etwa zum Ziel hat, das Parlament an der Diskussion um geeignete Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zu beteiligen. Nein, Sie legen ein rechtspolitisches Feigenblatt vor, um bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren. Das geht hart an die Grenze der Missachtung des Parlaments. Wir begrüßen deshalb die Initiative der SPD-Fraktion zur Stärkung des Parlaments. Leider findet sich davon so gut wie nichts in diesem Gesetzentwurf wieder. Wenn Sie da dem Gesetz zustimmen, dann wird Ihr Vorstoß, der gerade wenige Tage alt ist, zur Makulatur. Bei Ihnen, liebe Große Koalition, liebe Regierung, lesen Sie sich die über 230 Vorschläge durch. Beginnen Sie, die umzusetzen. Ende nächsten Jahres übernehmen dann wir in dem Digitalministerium und dann läuft das Ding. Lassen Sie uns zu den Inhalten kommen. Natürlich nimmt die FDP-Fraktion diesen Bericht an. Da sind viele gute Punkte drin. Wir haben es gerade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn allein durch die Elektromobilität mindestens netto laut Aussagen des Fraunhofer-Instituts 100.000 Arbeitsplätze wegfallen, dann kann die Politik dies nicht einfach akzeptieren. Dann müssen wir hier an dieser Stelle diskutieren, wie wir die Automobilindustrie und vor allen Dingen die Beschäftigten am Standort in Deutschland sichern können. Die Industrie, und dabei meinen wir nicht vor allen Dingen die Autokonzerne, sondern vor allen Dingen die mittelständischen Zuliefererbetriebe, die Tier 1, die Tier 2, die Tier 3 Zulieferer und natürlich auch der Maschinenbau, der zu 40% am Automobil hängt. Drei Krisen prägen derzeit die Automobilindustrie. Klar ist Corona, die Schließung von Autohäusern und Werkstätten, überhaupt die Unsicherheit, die Kurzarbeit, die viele Menschen dazu bringt, eben kein neues Auto kaufen zu wollen. Aber es gibt weitere Krisen. Die Handelskriege USA, China, USA, Europa. Und wer die deutsche Automobilindustrie analysiert, der stellt fest, wir haben deshalb die Arbeitsplätze erhalten, weil wir Premiumfahrzeuge in Deutschland herstellen und exportieren. Wer Arbeitsplätze in der Automobilindustrie erhalten will, der muss sich für Freihandel einsetzen.